Ich bin gerade über die Farmwelt von meinem Minecraft City Build Server geflogen und da habe ich einen Spieler gefunden, der in einem Dorf eine Villager-Farm aufgebaut hat. Und jetzt haben wir zwei Probleme. Die Farmwelt wird in genau 4 Tagen gelöscht. Das heißt, seine gesamte Farm, die er aufgebaut hat, ist einfach weg. Problem Nummer 2, wenn ein anderer Spieler diese Farm findet, kann er die einfach zerstören und die Villager töten. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir ihm eine kleine Freude. Und zwar werde ich ihm ein Dorfbewohner-Spawn-Ei geben. Das kann ich mir nicht einfach cheaten, weil so ein Spawn-Ei einfach über 50 Millionen Dollar wert ist. Dieser Spieler hier wäre mir bereit, für 20 Millionen das Spawn-Ei zu verkaufen. Mein Problem ist nur, dass ich nur 178.000 Dollar habe. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diesem Spieler hier die Spitzhacke in meiner Ender-Chest, die eigentlich so gut wie 50, 60 Millionen wert ist, für 22 Millionen Dollar verkaufe. Ich kaufe das jetzt, 20 Millionen... Und wir haben das Dorfbewohner-Spawn-Ei. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Noob-Spieler und zeigen ihm jetzt, was wir für ihn gekauft haben. Hier, bitteschön, ein Dorfbewohner-Spawn-Ei und ein Monster-Spawner. Wenn ihr ihm auch eine Freude bereiten wollt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Denn pro Like werde ich ihm 10 Dollar schenken. Und pro Kommentar, den ihr schreibt, werde ich ihm einen Emerald geben. Denn die braucht man, um mit Villagern zu traden.